Also ich wurde gefragt, ist, was passiert, wenn du eigentlich diese Bijama-Adresse und das Klopfen Rücken an Rücken machst. Ich habe ja vorhin erklärt, so, was ist eigentlich, wenn man, also ich habe ja erklärt, dieses Chakrenatmung, wenn man Rücken an Rücken sitzt und es geht ja genauso gut wie in Löffelchenstellung. Und ich habe das auch mit zwei Frauen gleichzeitig schon gemacht, ein paar Mal und auch öfters mit einer Frau nur. Und auch man kann es auch zu viert machen, also dass du zwei, ich in meinem Fall waren es halt drei Frauen und ich, und dann spürt man, also wenn es zwei Frauen sind und ich, war es immer irgendwie am intensivsten so. Und was interessant ist, boah, ich habe so Bock wieder auf diese Sessions, könnt ihr gar nicht glauben. Also ich glaube, ich werde mich jetzt richtig ins Zeug legen, wieder diese Sessions anzufangen, weil das ist einfach so geil. Vielleicht habe ich einfach diese Auszeit gebraucht. Vielleicht habe ich diesen Ort hier gebraucht, beim Ma Gallius Marius oder wie er heißt. So, und die, was wollte ich sagen? Gleich kommt es mir. Genau, und Kilian meinte halt so, was ist jetzt, wenn man die Bijamantras macht und dabei klopft und Rücken an Rücken ist? Und dachte ich, das ist aber auch interessant. Das könnte man auch probieren. Habe ich tatsächlich, glaube ich, noch nicht probiert, sondern nur halt die Atmung selber. Ja, was wollte ich noch sagen? Ich wollte auch noch sagen. Gleich kommt es mir. Was ich ja erzählt habe, was ich auch unbedingt ausprobieren will, ist eine einer Frau Kopfhörer geben, wo sie mein Stöhnen hört, was ja viele Frauen unheimlich geil finden, meine Stöhnaudio. Da waren ein paar Frauen waren unheimliche Fans von dem von diesen Videos. Die kann ich leider auf YouTube nicht stellen. Die hatten auf YouTube mal so 200.000 Views in irgendwie 2 Wochen oder so. Und die genau und das würde ich gerne machen, ihr das so drauf tun und dann Augen verbinden und dann so die Chakren aufmachen und vielleicht dann auch eine Intimmassage. Dachte ich so, boah, das wäre so geil, mal das auszuprobieren. Und das habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Also ich habe zwar immer Musik laufen, so bei den Sessions und so, aber dass ich da das mit den Kopfhörern mache, das ist einfach so eine Idee, die muss ich einfach umsetzen und ich muss das jetzt, ich muss mich echt jetzt ins Zeug legen, das muss jetzt einfach passieren, weil ich so Bock wieder drauf habe. Und die Französinnen, die sind auch so süß, also das, ich liebe Französinnen einfach ohne Ende, das, da kommen keine anderen da einfach ran. Und was wollte ich sagen? Ja, also die Idee von Killian war sehr interessant, würde ich dann auch ausprobieren in der Session, um das dann, um das vielleicht aufzunehmen oder zu berichten. Und irgendwas wollte ich noch sagen. Ich muss mal gucken, was das Kommentar direkt von ihm nochmal war. Weil, das habe ich das tatsächlich. Hast du noch, Simi fragt, hast du noch ein Video von dem Bijamantras, das, wo man dich singen und atmen hört? Meinst du, könntest mal hochladen? Hab gerade mal so geguckt, dass es auf YouTube gibt, aber das kommt nicht dran an dein Video. Ja, tatsächlich habe ich ja noch. Ich habe auf meiner alten Festplatte auch noch ein paar von denen. Ich werde mal gucken. Aber hier, glaube ich, habe ich es auch. Ich könnte es in eine Playlist reintun. Ich mache es vielleicht heute Abend oder morgen in eine Playlist. Dass man so diese Bijamantra-Playlist hat. Das ist vielleicht keine schlechte Idee. Ja. Aber ich glaube, ich habe es hier auch einmal gemacht. Ja, ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit. Ich muss tatsächlich erst um 3 dort sein. Jetzt ist bald 2. Ich habe ungefähr noch 30, 40 Minuten von hier aus. Also es geht. Und zum Glück ist heute schönes Wetter. Und irgendwie wollte ich noch was sagen, aber mir fällt es nicht ein. Also Chakrenatmung, Chakren öffnen. Tantra. Nee, ich würde jetzt sagen, ich poste das jetzt einfach so. Keine Ahnung warum. Vielleicht wirkt, passiert ja irgendwas. Das ist eben das Geile. Du hast immer den Schmetterlingseffekt. Egal was du postest, du hast immer den Schmetterlings. Immer sieht es irgendjemand und denkt sich so, ah, okay, das gibt mir jetzt einen Impuls für, keine Ahnung, Unity's Videos nie wieder zu gucken. Nee, es kann alles Mögliche sein. Aber man weiß es nicht. Ja. Aber der Ort hier war, dass ich den jetzt gefunden habe, ist auch irgendwie special. Ich kann es nicht beschreiben. Irgendwie eigenartiger Zufall. Na gut, okay. Dann Synchronizität.